Wir berichten über unsere Enttäuschung am Cabo da São Vicente. Natürlich erfahrt ihr, vor was ich Respekt bzw. Furcht gehabt habe. Außerdem fahren wir nach Albufeira und in die Innenstadt von Faro und natürlich auch in das Naturschutzgebiet. Herzlich willkommen zu unserem Video von der Algarve-Küste in Portugal. Haben wir uns so viel Mühe gegeben, hierher zu kommen und haben uns so auf das Kap gefreut. Geschlossen. Ja. Baustelle. Also wir stehen jetzt hier am Cabo de São Vicente. Und das nicht ganz. In der Nähe. Ja. In unmittelbarer Nähe. Und das ist der südwestlichste Punkt Europas. Jawohl. Und jetzt schauen wir mal, dass man vielleicht ein bisschen außen rumlaufen kann. Ja, aber ganz kommen wir nicht hin, denn da ist eine Mauer, da kann ich mich erinnern. Naja, okay, jetzt gucken wir mal. Ja. Ja, traurig. Tja, so ist es halt manchmal. Ich wollte der Ussi eine Freude machen, daherfahren. Ja, weil ich wollte das eigentlich unbedingt sehen. Keine Mühen haben wir gescheut, daherzufahren und jetzt kommen wir nicht ans Eck ran. Das ist wie Nordkap ohne Weltkugel. So ist Cabo São Vicente, ohne an der Brüstung zu stehen. Naja, jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als einfach mal außen rumzulaufen und dann schauen wir mal. Wie wir jetzt im künftigen Leben mit der Enttäuschung zurechtkommen, das wird sich zeigen. Ja. Die nächsten Jahre werden es zeigen. Ich glaube, die hält sich in Grenze. Meinst du? Ja. Wir schauen mal. Ich glaube, ich bin sehr traurig. Ja, 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 ja. Also das Kap haben wir hinter uns gelassen und warum es Cabo Vicente heißt, das wollten wir euch nur sagen. Ja, denn wie üblich gibt es da natürlich auch eine Geschichte dazu. Genau. Und die erzählt euch jetzt aber der Helle. Okay, also der heilige Vinzenz, der von den Römern ermordet wurde, der ist hier
angeschwemmt worden. Ja, so geht die Geschichte. Ja, ja. Und deswegen heißen auch die Strände hier St. Vincente. Also das richtet sich hier alles nach dem heiligen Vinzenz, ja, oder Vincente. Und das Kap heißt eben auch entsprechend so, weil er hier an der Küste angeschwemmt wurde. Capo de São Vicente. Genau, das ist der ganz simple Grund. Ja. Und ansonsten ist es natürlich ein historischer Ort, weil das alles umgeschwemmt ist von Wasser nach Süden und nach Westen. Ja. Genau, ja, und das hat mich jetzt eigentlich schon interessiert, wie das hier so ist. Okay, ein bisschen sieht man natürlich schon. Wir stehen jetzt nicht am äußersten Zipfel vorne, aber immerhin ein paar Meter daneben. Ja. Also ein toller Ort, ja, hierher zu fahren, das lohnt sich, aber leider Gottes. Tja, so ist es halt, gell, mit deinen Sehenswürdigkeiten ab und... Ja, machen wir weiter. Und da haben wir ein Boot, was da unten fährt. Der fährt da direkt und da sieht man, was für Bewegung das Meer da hat. Wahnsinn, oder? Ja. Da gehört schon Mut dazu, da mit dem Boot unterwegs zu sein, oder Ursi? Das sind Fischer, die machen nichts anderes. Naja. Meins wär's nicht. Nee. Ja. Dann dreht man Rückzug an, das war's, Cabo St. Vincente. Jawohl, jetzt fahren wir halt dann einfach weiter. Übernachten kann man hier übrigens nicht, ja. Weil das hatte man noch gedacht, vielleicht kann man, aber wir haben schon gehört, dass es nicht geht und es steht wirklich eine Tafel davor. Also ab 20 Uhr bis 8 Uhr morgens sollte man hier nicht stehen bleiben. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr enttäuscht. Und begleitet uns weiter Richtung Algarve. Wir fahren jetzt Richtung Algarve. Richtung Algarve, ja. Weiter. Mal schauen, vielleicht kriegen wir noch eine Freude im Urlaub. Jammern auf hohem Niveau. Naja, aber jammern muss auch sein. Ja, ja, ja. Schade um die Zeit, wenn man jammert. Freu dich an der schönen Sonne, an der schönen Wärme. Man kann auch bedauert werden. Es ist gar kein Wind hier, obwohl es heißt, es sei ein windiges Eck. Ja, das stimmt. Also es ist heute ein herrlicher Tag. Wir haben, ich glaube, wir haben 18 Grad. Also echt toll. Und da haben wir nochmal einen Ausblick aufs Kap. Am Cabo São Vicente bzw. in Sagres gibt es so gut wie keine Stellplätze für Wohnmobile, freistehend ist relativ streng untersagt. So fuhren wir weiter nach Lagos. Der Campingplatz dort hat uns nicht zugesagt. Ein paar Ortschaften weiter fanden wir dann jedoch einen schönen Wohnmobilstellplatz, an dem wir uns 2 Tage aufhielten. Unsere Weiterfahrt ging nach Albufeira. Der dortige Stellplatz war allerdings komplett ausgebucht. Wir legten einen Tag Pause ein und dann unternahmen wir eine Fahrradtour. Das Wetter bessert sich ja auch hier und da. Und jetzt sind wir an einem ganz bekannten Strand, nämlich am Strand Falesia, Praia de Falesia oder so ähnlich. Ja, der ist bei Albufeira, ist der. Und der ist bekannt wegen seiner roten Felsen. Ihr seht ja hier im Hintergrund welche. Und ja, heute ist das Meer natürlich ziemlich ausgewühlt, ja. Weil es hat ja, also die ganze Nacht und heute auch den ganzen Vormittag hat es nämlich ganz schön geregnet. Jawohl. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen an den Strand runter und vermutlich fahren wir auch selber noch nach Albufeira rein. Ja, und es gibt auch wunderbare Wellen jetzt.
Ja. Das wäre jetzt was zum Surfen, Usi. Hä? Ja, klar, zwei Dinge für uns. Ja. Dann wird es in Nazaré werden, mein lieber Mann, da gibt es noch Monsterwellen. Wer weiß, ja? Vielleicht haben die Leute, die jetzt dort sind, Glück mit ihrem. Und sie sehen Monsterwellen, ja. Wir haben es nicht gesehen. Aber es ist wunderschön, das Meer hier. Also, wir zeigen euch jetzt gleich ein paar Impressionen, damit ihr ein bisschen seht, was wir hier zu genießen bekommen. Also es ist wirklich wunderschön. Ja, und wir gehen jetzt so weiter runter an den Strand. Ja, ganz toll. Weiter fuhren wir mit den Fahrrädern Richtung Albufera, denn wir wollten uns das Zentrum jetzt auch noch ansehen. Mit Stockfisch, das wird wieder nichts. Nee, auf jeden Fall mal hier nicht, ja. Das hier ist total touristisch. Viele Lokale haben sowieso noch zu. In der Stadt wird gehämmert und geschraubt. Also das wird alles wieder hergerichtet für die nächste Saison. Hamburger kann man kriegen. Steak kann man kriegen, Pizza kann man kriegen. Chinesisch kann man kriegen. Alles, nur kein Stockfisch. Doch, ein Lokal haben wir gefunden mit Stockfisch. Ja, aber das aber ist nur für zwei Personen. Und das ist mir zu viel Experiment. Ihr kennt ja der Helle. Er isst nichts, was er it kennt. Ja. So ist halt langweilig, so langweilig. Bin gescheit worden im Leben. Ja, ja, langweilig, langweilig. Also, wir fahren jetzt einfach wieder zurück. Wir drehen den geordneten Rückzug an. Ja, genau. Und irgendwo werde ich schon noch was kriegen. Wir sind ja noch ein paar Tage da. Ja, und sonst verlassen wir einfach Portugal, bis ich einen Stockfisch habe. Der einzige Nachteil an dem Ganzen ist, dass die Ursi jetzt einen hungrigen Bauch hat und ich muss wieder kochen, wenn wir im Wohnmobil zurück sind. Mal gucken, was ihr heute kriegt. Wahrscheinlich wieder irgendwas mit Nudeln. Ja, mir bleibt nichts erspart, ja. Irgendwas mit Nudeln. Bis man die Frau übersatt kriegt, das ist so schwierig. Ja. Sammelstelle für Plastikmüll. Das finde ich jetzt eine super tolle Idee. Ihr wisst ja, dass es hier in Portugal keine Pfandflasche gibt, also auf der Wasserflasche und auch, wie ich sehe, auf der Dose nicht. Ja, und jetzt wird es hier wunderbar eingesammelt. Finde ich eine super Idee. Das landet schon mal nicht im Meer. Ja, alles, was nicht im Meer landet, ist eine gute Sache.
Genau, damit wir weiterhin getrost Fische essen können und kein Plastikmüll, oder? Das wird nach Indonesien verschifft und dann geht es da ins Meer? Nein, nicht mehr. Heutzutage nicht mehr. Okay, wenn die Ossi das sagt. Wäre ja kontraproduktiv, oder? Ja. Und jetzt fahren wir heim. Ja, endgültig. Jo. Am nächsten Tag ging es von Albufeira weiter Richtung Faro. Dort fanden wir einen Platz auf dem dortigen Wohnmobilstellplatz. Also, Süden Europa ist nicht nur schönes Wetter. Ja, es regnet nicht, wir haben 14 Grad. Aber es ist windig und keine Sonne. Das heißt, Sonne ist schon da, aber die ist oberhalb der Wolken. Aber das hindert uns jetzt nicht, einen kleinen Ausflug zu machen. Nein, wir sind in Faro und fahren jetzt in die Innenstadt von Faro mit dem Fahrrad. Und wir stehen da an einem super Stellplatz, den tun wir euch noch vorstellen. Da ist eine gute Fahr- und Entsorgung. Strom gibt's. Strom gibt's inklusive, also 12 Euro. Allerdings ist der Strom nicht viel zum Heizen, langt's nicht, aber... aber zumindest einmal zum Kühlschrank einstellen und 12 Euro die Nacht, da kannst du nichts sagen, ja? Ja, Waschmaschine gibt's. Sogar Waschmaschinen da, also muss man wirklich sagen. Und wir Dusche stehen, halt, ja. Das Übliche, fast Campingplatz ähnlich. Ja, und mit Fahrrad kann man alles machen, also angeblich, wir haben es noch nicht gemacht, aber wir machen es jetzt. Das machen wir eben jetzt. Genau. Jetzt schaut euch erst einmal die Gegend an hier und danach stellen wir euch den Stellplatz vor und dann könnt ihr mal daher fahren. Klar, warum auch nicht? Wir machen irgendwann wieder Platz hier. Ja. Genau. Wenn wir weg sind natürlich erst. Ja, ja, aber erst in ein paar Tagen. Ja, genau. Fahrradfahren, das stellt einem schon vorher ganz schöne Herausforderungen, ja? Okay, hab's geschafft. Also die Portugiesen sind schon echt die Knaller, oder? Mann, das ist eine Straße. Also solche Pisten, das ist ja unglaublich. Und das war damals, ich kann mich nur erinnern, wie damals die Wiedervereinigung stattgefunden hat. Das war ist wie in der damaligen DDR. Ist krass hier und wenn man vorstellt, das müssen wir ja alles wieder zurückfahren. Ja, und unsere armen Fahrräder, Gott sei Dank halten die was aus. Die hätten nur die Fahrräder, Gott sei Dank habe ich einen Hut. Das sind echte Knaller. Und da ist der Alfonso. Aber das ist der dritte. Da hat er gekämpft. Ja? Aha, woher weißt du, dass das der Alfonso ist? Weil es da steht. So? Ah, okay. Ich habe mich gar nicht richtig informiert. Auf jeden Fall stehen wir hier vor der Stadtmauer. Ja, und wir sind in Faro, in der Innenstadt angekommen. Aber reingeschüttelt sind wir. Oh, ja. Schon ganz happig, ja. Wir zeigen euch einmal die Straße hier. Da, das die, ist. Die ist ja noch gut. Ja. Alles Kopfsteinpflaster. Josi. Ja, ja, nicht so einfach hier. Ja. So, da stehen wir auch vor so einem Denkmal, aber wir wissen nicht, wer das ist. Es ist nicht der Alfonso da drinnen. Die Josi weiß es auch nicht, oder? Also alles kann man nicht erklären. Müssen wir auch nicht. Das sind die Geheimnisse von Portugal. Die behält Faro für sich, die Geheimnisse. Bacalao, oder wie das sich ausspricht, ist ja dieser Stockfisch. Und jetzt bin ich gespannt, wie er schmeckt. Sieht auf jeden Fall mal ganz gut aus.
Ja, da sind wir jetzt zufrieden gestellt worden, oder? Mhm, war gut, war gut. Aber diese südländische Küche, die macht mich immer nicht satt. Ich glaube, die italienische Küche liegt mir mehr. Ja, Pizza, oder? Pizza, Pasta. Natürlich macht die satt. War eine ganz normale Portion, einwandfrei. Na ja. Auf jeden Fall war es in Ordnung. Das war jetzt besser als das Erlebnis, was wir da in Porto Colfo oder wo gehabt haben. Ne? Ja, da waren wir ja auch essen, aber da war es nicht so nicht ideal so. Für uns. Jetzt war es gut, ja. Ja. Schön, wenn man zufriedengestellt wird, oder? Na ja, klar. Alles voll Orangen oder Mandarinen, was auch immer das ist. Weiß. Weiß nicht, ob man da eine runternehmen darf. Man sieht hier schon, wie sie da manchmal hochstibitzen. Es sind schon einige aufgessen worden jetzt hier, seitdem wir hier auf dem Platz sind. Also da sind wir auf jeden Fall am zentralen Platz von Faro, da ist die Kathedrale. Und da ist wohl gerade wieder ein Flieger gestartet hier am Flughafen. Ja. Der ist ja nicht weit weg von hier. Aber jetzt schauen wir noch mal an den Strand runter und dann haben wir, glaube ich, schon genug gesehen von Faro. Naja, dann begeben wir uns auf den schwieriger Heimweg. Ja, wir brauchen noch ein Brot. Wie immer halt. Immer das gleiche Problem. Jetzt schauen wir mal, was wir noch alles sehen. Ja. So, da sind wir jetzt am Hafen. Und da gibt es auch Bootstouren und die gibt es sogar heute. Ja, es ist gerade eins weggefahren. Ja, aber wir fahren jetzt nicht mit Boot, das ist ja viel zu frisch, ich möchte so nicht aufs Meer raus. Aber da sieht man ein bisschen das ja, Gebiet. Ja, ich glaube nicht, dass die aufs Meer rausfahren, die fahren da wahrscheinlich ins Naturschutzgebiet. Ja, nicht nur, da steht da am Strand, am Beach von Faro. Mhm. Der muss da irgendwo sein, aber... Also wir kennen uns eigentlich hier gar nicht aus. Soll vorkommen, wenn man in einer fremden Stadt ist. Das war jetzt ganz nett, aber wir kennen uns nicht aus. Jetzt suchen wir, glaube ich, einen Supermarkt. He? Ja, aber wir können noch da hinten mal noch hingehen, eventuell noch schauen, oder? Dann schauen wir noch mal hin, ja. Weil die Pflasterscheine so schön zu befahren sind. So, und gleich sieht es anders aus. Die Sonne lacht. Der Wind ist noch etwas vorhanden, aber nicht mehr so schlimm. Ja. Aber es langt aus, damit wir ohne Winterjacken... Ja, aber ich nehme mal diese Windjacke mit, weil ja, der Wind ist fröstelig und wir wollen ins Naturschutzgebiet. Ins Naturschutzgebiet fahren. Ja, genau. Und da könnte es ja sein, dass dann vielleicht die Brise noch etwas stärker ist. Genau. Der Strand ist auch in der Gegend. Mhm. Und wenn es euch interessiert, dann steigt einfach mit auf den Sattel auf. Ja, gestern, eigentlich wollte man den Ausflug gestern schon machen, aber da war es etwas regnerisch und deshalb machen wir den jetzt eben heute. Gestern war einfach ein fauler Tag in unserem Gustl. Dürfen wir doch auch mal haben im Urlaub, oder? Würde ich auch sagen, ja. Aber so ist es natürlich viel schöner, wenn die Sonne lacht. Absolut. Und jetzt fahren wir. Jo. Ja.
man unschwer erkennen kann, stehen wir hier am Flughafen in Faro. Ja. Es ist windig. Ja, und die Flugzeuge fliegen volle Pulle übers Naturschutzgebiet. Und die Strecke hierher, da hat man richtig das Kerosin gerochen. Also es war eigentlich unangenehm. Nicht die Strecke, gell? Das war kurz vor dem Flughafen, also vor der Einflugschneise damals. Ja, ja, klar. Weil gerade eine Maschine am Standen ist, das muss man dazu sagen. Ja, es kam ja gerade auch eine. Nein, es kam ja gerade eine rein. Ja, aber die hast du nicht gerochen, du hast nur die gerochen, die ich da nicht will. Ah, okay, auf jeden Fall hat es sehr stark nach Kerosin gerochen. Und jetzt startet hier auch gleich wieder einer. Ja, EasyJet. Das machen wir nicht ab. Wir wünschen nur einen guten Flug. Ja, auf jeden Fall. Wir gehen jetzt nämlich hier ins Naturschutzgebiet. Hier ist der Radweg. Ich weiß nicht, ob man das hier... Also was heißt Radweg? Hier halt ist der Weg ins Naturschutzgebiet. Den man auch mit Fahrrad befahren darf. Ja, auf jeden Fall sieht man Radfahrer. Und ich habe auch noch kein Verbotsschild gesehen. Also also, wenn wir Glück haben, sehen wir sogar Chamäleon. Ja, mal schauen, das sind so viele Menschen hier. Ob das sich dann raustraut, keine Ahnung. Wir werden mal sehen. Vielleicht ist ja noch mal was. Ist mir auf jeden Fall lieber als eine Giftschlange. Ja, mir auch. So, jetzt stehen wir am Atlantikstrand. Ja, hinter der Düne. Da trennt das Naturschutzgebiet vom Atlantik ab. Schön, am Atlantik ist einfach immer schön. Und windig. Ja, das ist halt so. Aber von der Temperatur ist es eigentlich angenehm. Und Wellen gibt es jetzt auch diesmal. Ossi, was gibt es heute zum Essen? Heute gibt es Fisch und Gemüse und Brötchen. Fisch. Gemüse. Ja, die Restaurants waren ja leider alle nur zu, haben wir euch ja schon erzählt. Und ja, und da wir ja dann Einkäufer waren und wir natürlich mehr eingekauft hatten, als wir eigentlich wollten, haben wir auch gleich beschlossen, dann können wir jetzt auch in unserem Gustl kochen. Und der Lachs sieht gut aus. Und das Gemüse sieht auch gut aus. Das wird man so sehen. Ja, ich denke auch. Auf jeden Fall habe ich Hunger. Es ist ja jetzt auch schon Zeit, es ist nämlich schon später Nachmittag. Der Wind in Faro war sehr heftig. Trotz Mikrofone und Windschutz hat es uns die Audioaufnahmen teilweise heftig verweht. Somit danken wir wieder fürs Zuschauen auf diesem Weg und wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bald geht's weiter. Wir verlassen die Algarve und machen einen Kurztrip nach Spanien. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss!